Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit beim Ansehen dieser Predigt. Ich finde Kinder großartig. Und finde es klasse, dass es Kinder gibt, so viele auch in unserer Gemeinde, denn Kinder, die kann man oft lachen hören, die springen und hüpfen, die machen Sachen, die ihnen gerade einfallen, die sind so herrlich unbeschwert und frei und bewegen sich auch so, und das ist eine richtig gute Sache. Wir konnten das im Urlaub wieder neu beobachten und haben da gefühlte anderthalb Stunden zugeguckt, was Kinder gemacht haben. Folgende Situation: Die Kinder waren wohl mit ihren Eltern, es waren wahrscheinlich zwei oder drei Familien, essen. Und während die Großen noch erzählt haben und ja so lange sitzen, waren die Kinder irgendwann schon fertig und denen war vermutlich langweilig. Und so saßen sie draußen vorm Restaurant auf dem Gehweg und ja, was nun machen? Die Großen erzählen noch und werden einfach nicht fertig. Da muss ja die Zeit irgendwie überbrückt werden. Und so haben sie sich ein Spiel ausgedacht und man konnte das aus der Ferne beobachten. Die waren sich dann relativ schnell einig, wie dieses Spiel heißen sollte. Wir würden sagen, gib mir 5. Also haben die Hand hingehalten und wollten dann von den vorbeilaufenden Fußgängern einfach so einen Handschlag haben. Gib mir 5. Weil wir in Italien waren, haben sie einfach gesagt, High Five. Und saßen dann mit ihren ausgestreckten Händen vor dem Restaurant und interessant war zu sehen, wie ist die Reaktion dieser Großen. Ja, bei den Kindern war das alles kein Problem, die haben gleich eingeschlagen, die 5 haben da immer einen Abklatscher gekriegt. Aber bei den Großen war das dann doch etwas interessant. Also manche liefen so irgendwie missmutig, so hat man das Gefühl, auf dem Gehweg. Und nun plötzlich hören sie aus fünffachem Mund High Five, ja, und eine Hand, die sich ihnen entgegenstreckte, und sie wussten manchmal gar nicht genau, gingen weg. Dann, die Kinder sind ja nicht dumm, ja, die sind dann aufgestanden, wieder davor gerannt und haben also wirklich versucht, einen Abklatscher zu kriegen von jedem, der auf diesem Fußweg vorbeiging. Und wie gesagt, wenn einer nicht wollte, ja, dann sind die um ihn rum und haben davor nochmal High Five, High Five, High Five. Wir haben also gefühlt anderthalb Stunden High Five gehört. Und die Kinder haben ihren Spaß gehabt, sie haben gelacht, sie haben sich gefreut, wenn einer eingeschlagen hat. Und manchmal war auch zu beobachten, dass manche Erwachsene, die ja so sehr gesittet daherkommen, dann eingeschlagen haben und ganz beschwingt weitergingen. Das war richtig köstlich zu sehen. Meine Frau und ich, wir hatten unseren Spaß. Und im Grunde genommen war das ein ganz einfaches Spiel, ein ganz einfacher Moment, ja, um diese Zeit, bis die Erwachsenen endlich fertig werden mit Erzählen, dann überbrückt wird. So einfach kann das Leben sein. Der Monatsspruch, so nennen wir das ja, ist ein Bibelvers, der über diesem Monat als Motto steht. Das gibt es also nicht nur für die Woche, gibt es übrigens auch für jeden Tag. Aber der Monatsspruch steht in Matthäus 18, Vers 3 und der heißt: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. So eine Situation im Hinterkopf habe ich diesen Vers gelesen und ich dachte, Mensch, heute möchte ich mal so ein bisschen was sagen zum Thema kindlich glauben. Kindlich glauben. Was können wir von Kindern eigentlich lernen und wie können wir kindlich glauben? Das Faszinierende, und das ist so ein erster Aspekt, ist doch Kindervertrauen. Mich wundert immer wieder, dass nach dem Gottesdienst zielstrebig Kinder das Hosenbein der Mutter oder des Vaters finden. Es ist ganz selten mal, dass es sich verirrt, so ein Kind, das gerade laufen kann, guckt dann hoch und merkt, nee, das ist nicht mein Papa, ich nehme den daneben. Also das ist schon spannend. Kinder können aus einem Stimmengewirr von Hunderten von Menschen die Stimme der eigenen Mutter oder des Vaters heraushören, wenn sie das wollen. Und wenn sie es wollen, das kommt vor allem, wenn es später ist, ne? So, das wissen wir als Eltern.
Und wenn Kinder ein Risiko eingehen, die wollen ja alles mal ausprobiert haben. Ja? Die klettern irgendwo hoch, die wollen schaukeln, die wollen springen. Zum Beispiel, wenn Kinder auf einer Mauer spazieren gehen, ja, und der Papa sagt, komm, spring in meine Arme, dann springt dieses Kind und wird aufgefangen. Und das ist einfach klasse. Kinder vertrauen dem Papa. Blind, ja. Das tun sie bis zu einer gewissen Phase. Wir nennen das dann Pubertät, aber das ist ein anderes Thema. Sie kommen auch, wenn sie was nicht hinkriegen. Ja, die wollen was malen oder basteln oder schneiden oder kleben. Und dann kommen sie einfach an und sagen, Mama, helfen, Papa, helfen. Und wir als Eltern sind doch total dankbar, wenn wir das erleben. Es ist wirklich schön, wie gut man Kinder da unterstützen kann. Ich musste ab und zu mal so Tiere malen. Das war jetzt nicht so erkennbar, dass es dann wirklich ein Hase oder ein Pferd oder ein Elefant war. Aber gut, Kinder sind trotzdem mit zufrieden. Warum? Du hast dir Mühe gegeben und sie sind dankbar normalerweise, bis sie entdecken, vielleicht kann es die Mama doch besser. Kinder kommen und fragen, auch wenn sie womit nicht zurechtkommen, und sagen dann manchmal, Papa, heile machen. Und das waren so Momente, wo ich zurückdenke und weiß, das ist schon cool, wenn Kinder sagen, Papa, heile machen. Warum? Weil sie sich an einen erinnern, der ihnen helfen kann und der was wieder heile machen kann. Und wir sind doch total froh, dass wir ihnen dann helfen können. Und somit könnte man diese Beispielgeschichte auch wirklich weiterführen und sagen, Mensch, das geht Kindern mit biblischen Geschichten auch so. Wenn sie heute im Abenteuerland hören, wie Gott gut ist und was er alles kann, ja, dann glauben Kinder das. Ja. Sie glauben, dass Gott ein Schilfmeer teilen kann, dass er einen großen Fisch schlucken kann, der dann den Jona schicken kann, der dann den Jona verschluckt. Sie glauben, dass er Brot vermehren kann, Wasser zu Wein machen kann. Gott kann alles für die Kinder. Gott kann sogar gesund machen. Gott kann helfen. Gott kann alles. Gott kann schönes Wetter machen, mir eine gute Schulnote geben und so weiter und so fort. Das ist für die Kinder völlig klar. Und deswegen sprechen sie mit dieser Selbstverständlichkeit auch die Dinge aus, die ihnen wichtig sind. Ja. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus hier, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Werden wie die Kinder, das heißt doch letztlich, sich abhängig machen von dem himmlischen Vater und darauf vertrauen, dass er hilft, dass er handelt, dass er alles kann. Und sie sprechen, wie gesagt, alles aus. Manchmal auch so Kindergebete, die ihr vielleicht selber schon gehört habt. Lieber Gott, mach doch, dass die Vitamine aus dem Spinat in die Nutella kommen und Ähnliches. Ja, die glauben, die wollen das einfach so lieber in der Nutella als diesen doofen Spinat essen müssen. Und sie vertrauen. Selbstverständlich, kindlich sagen sie alles. Wir könnten das doch auch als Große, als Erwachsene. Wir könnten doch auch einfach dem himmlischen Vater vertrauen, so selbstverständlich, so kindlich, so frei raus. Und ich höre sofort, wie viele sagen, ja, aber Andreas, du weißt nicht, was in meinem Leben los ist. Du weißt ja, dass das Leben nicht so einfach ist. Ich frage dich heute Morgen, was hindert dich eigentlich, diesem himmlischen Vater, den die Bibel beschreibt, so zu vertrauen, wie es Kinder tun? Welche Blockaden gibt es da? Welche Argumente führst du dagegen an, ja, dass du sagst, nee, diesem Gott kann und will ich und werde ich nicht vertrauen? Denk mal drüber nach. Und möglicherweise ist ganz viel Enttäuschung, ganz viel Frust, vielleicht sogar Wut auf Gott, dass du sagst, boah, was in meinem Leben stattgefunden hat, das kann nicht wahr sein. Und ne, ich glaube, es ist gut, von Kindern zu lernen. Sprich deine Sehnsüchte, deine Wünsche, auch deine Wut einfach mal aus. Ich sage immer, Gott hält das aus. Gott hält es aus, wenn wir ihn anklagen. Gott hält es aus, wenn wir ihn anschreien. Gott hält es aus, wenn wir trauern, wenn wir wütend sind. Gott hält es aus. Ja, Gott hält es aus, wenn wir uns freuen. Ja, er freut sich dann mit uns. Also Gott hält es aus. Aber sprich einfach mit diesem himmlischen Vater Gott darüber. Für Kinder ist klar, wenn jemand helfen kann, dann Gott. Wenn einer schönes Wetter hinkriegt, dann Gott. Wenn einer gesund machen kann, dann Gott.
Und ich glaube, es ist gut, wieder neu zu lernen, so zu glauben, wie es ein Kind tut. Sag deinem himmlischen Vater, was du brauchst und wo du dir Hilfe wünschst, was du dir erwartest, was du als Hoffnung oder Sehnsucht hast. Ich bin sicher, Gott wird dir zuhören. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet, sagt Jesus einmal. Darum betet so. An der Stelle kommt dann das Vaterunser, aber ich glaube, wir dürfen das auch verallgemeinern. Darum betet. Ja? Er weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Darum betet. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ein zweiter Aspekt. Kinder sind total fröhlich. Nicht nur die Urlaubsszene ist mir im Hinterkopf. Kinder lachen oft, sie freuen sich, sie springen vor Freude. Und es gibt übrigens einen eigenen Forschungsbereich, die sogenannte Gelotologie, die Lehre vom Lachen, von dem griechischen Wort Gelos. Und man hat festgestellt, die Fähigkeit zu lachen ist entscheidend für unsere Entwicklung. Kinder entwickeln sich umso besser und schneller, je mehr sie lächeln. Was ihr vielleicht noch nicht wusstet, es gibt unterschiedliche Strategien, wie wir leben. Es gibt die K-Strategie und die E-Strategie. Die Frauen oder Mütter verwenden oft die E-Strategie zu Hause. Das heißt, sie erziehen den ganzen Tag die Kinder und versuchen, nicht mit den Fingern, sondern nimm den Löffel oder die Messer und Gabel und so. Also das muss alles seine Ordnung haben. Und dann kommt abends so um 17.30 Uhr der Papa von der Arbeit nach Hause und er hat die K-Strategie im Kopf. Was heißt das? Das ist die Kind-Strategie und E ist die Erwachsenen-Strategie. Die Kind-Strategie im Mann sagt: Oh, Kinder da, die mache ich erstmal richtig frisch. Ja? Und dann wird bespaßt und Spielchen gemacht und so. Und spätestens um 19.30 Uhr oder 20 Uhr, wenn das Fußballspiel angeht, hat der Mann das Kind in der Hand, hebt es der Frau hin und sagt: Dein Sohn. Und die Frau muss dann wieder versuchen, das Kind irgendwie zur Ruhe zu bringen, damit es dann auch irgendwie schläft. Ne? K- und E-Strategie, ihr lieben Männer und Frauen, Mütter und Väter, jetzt wisst ihr, was da zu Hause los ist. Lachen gehört mit zu unserem Alltag. Wusstet ihr, wie lange ein Deutscher durchschnittlich pro Tag lacht? Ich sag's euch, ich habe es gelesen, 6 Minuten am Tag. Na, könnt ihr mal überlegen, ob das heute schon so war. Vor 40 Jahren war es noch 3-mal so viel. Und jetzt kommt's. Kinder lachen 400 Mal am Tag. Das heißt, die sind einfach glücklich. Sobald es etwas gibt, was zum Lachen führt, ja, lachen sie. Offenbar verlernen wir, je älter wir werden, das Lachen. Und das ist echt mehr als schade. Denn das Lachen hat ja im Grunde genommen ganz positive Ergebnisse. Das Immunsystem wird gestärkt, man entspannt auch unter Stress. Heilungsprozesse werden schneller vorankommen, wenn man lacht. Es gibt eine richtige Lachtherapie. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Patch Adams mit Robin Williams, der sich eine rote Nase aufsetzt und auf eine Krebsstation für Kinder geht und einfach versucht, die Kinder zum Lachen zu bringen. Lachen tut gut. Man hat übrigens herausgefunden, einmal lachen ist so gesund wie 20 Minuten joggen. Hey, du kannst dir eine Menge Zeit und Kraft sparen. Jetzt habt ihr schon 20 Minuten Jogging erspart. Ja? Lach 3-mal am Tag und du hast eine Stunde Joggen erspart. Ja? Ich finde, das lohnt sich. Kinder können auch über so einfache Witze lachen und zwar den ganzen Tag. Den wiederholen die auch 35.000 Mal. Ja? Zum Beispiel, was ist rot und hat Streifen? Eine Tomate mit Hosenträgern. Jawohl, und dann lachen die den ganzen Tag über so einen Spruch. Die Bibel lehrt mich aus den Sprüchen, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Wer Kummer hat, hat keinen guten Tag. Doch ein fröhliches Herz ist ein tägliches Fest. Oder ein fröhliches Herz ist die beste Medizin, ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft des Menschen.
da denke ich, lass dich doch einfach von dieser Fröhlichkeit eines Kindes anstecken und lach mit, wenn es lacht, freu dich mit, wenn es sich freut, ja, und achte mal darauf, auf die schönen, auf die wertvollen und auch auf die witzigen Situationen im Leben, denn ich glaube, das wird dir insgesamt gut tun, dich von der Fröhlichkeit der Kinder anstecken zu lassen. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen, sagt Jesus. Kinder sind auch kreativ. Denen fällt immer was Neues ein. Wenn es auf die eine Weise nicht geht, geht es auf eine andere Weise. Und wenn sie gestern diesen Streich gespielt haben, seid sicher, sie denken sich heute wieder was Neues aus. Die probieren auch alles. Ja? Die mögen Sand essen, die essen Gras. Ja? Warum? Weil sie mal wissen wollen, wie schmeckt Sand oder Gras oder so. Ne? Ich kann mich erinnern, wir saßen beim HNO-Arzt im Wartezimmer, kommt eine relativ genervte Mutter mit ihrem Kleinkind rein und das Kind verkündet im Wartezimmer stolz, ich habe mir eine Perle ins Ohr gesteckt und die geht gar nicht mehr raus. So sind Kinder, die probieren das aus. Wenn es da eine Öffnung gibt, muss doch da was reingehen. Also das könnte man wirklich endlos fortsetzen. Ich habe eine tolle Mappe von meinen Nichten und Neffen mit Basteleien, mit Bildern, die sie mir gemalt haben und so. Das ist wirklich stark. Und von dieser Kreativität können wir im Grunde eine ganze Menge lernen. Es gibt nämlich immer noch einen anderen Weg für eine Lösung. Es gibt immer noch einen anderen Weg. Kinder sind normalerweise Siegertypen, das heißt, sie versuchen ihr Leben zu meistern, sie wollen das schaffen, sie wollen gewinnen, sie wollen vorankommen, sie wollen sich ausprobieren. Es gibt immer noch einen anderen Weg. Was könnte diese kindliche Kreativität für unser Leben bedeuten? Nun, ich glaube erstmal, Leben lohnt sich. Leben lohnt sich. Jeder Tag ist eine Riesenchance. Das beste Beispiel hat uns unser Sohn gegeben, der kam früher manchmal sehr, sehr früh ins Bett und rollte sich und drehte sich hin und her und stöhnte da vor sich hin und naja, wir wurden dann auch mehr oder weniger wach und einmal setzte er sich hin und sagte, Mama, ihr verpasst so viel, wenn ihr schlaft. Vielleicht könnten wir anfangen, kindlich nochmal über unsere Probleme, über unsere Sorgen und Schwierigkeiten nachzudenken. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, es gibt immer noch einen anderen Weg. Es gibt immer noch eine andere Möglichkeit. Und manchmal kriegen wir das alleine nicht hin. Da ist es gut, dann mit einem Freund oder Seelsorger oder wie auch immer zu sprechen und vor allem auch mit Gott. Gott ermutigt uns und sagt, alle eure Sorge, nicht nur die großen, nicht nur die Dinge, die ihr nicht für möglich haltet, dass Gott was tun könnte. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Tu das, weil du dir das wert bist. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Kinder vertragen sich. Kinder vertragen sich. Ich weiß nicht, ob ihr jene Szene auch schon mal beobachten konntet. Zwei Kinder im Kindergarten spielen miteinander und sie kriegen sich so richtig in die Wolle. Ja? Sie streiten hin und her, weil das Spiel geht nur so, sagt der eine. Und du machst das falsch, sagt der andere. Und das steigert sich dann immer und immer weiter. Und plötzlich sagt der eine zum anderen, mit dir spiele ich nie wieder. Der andere dreht sich rum, geht weg und ruft, okay, dann bis heute Nachmittag um 3. Also Kinder sind normalerweise nicht nachtragend. Die versöhnen sich, sie vergessen schnell wieder und lassen das hinter sich. Was da an dem Vormittag gewesen ist, ist nachmittags um 3 kein Thema mehr, normalerweise. Und sie geben auch eine Freundschaft nicht schnell auf. Das heißt, sie werden immer wieder versuchen, in Kontakt zu kommen und starten mehrere Versuche, das Miteinander zu fördern, ja, wieder beieinander zu sein. Ich glaube, auch da können wir von den Kindern als Erwachsene lernen, Konflikte relativ schnell anzupacken und dann auch zu klären. Die Sonne also nicht über unserem Zorn untergehen zu lassen, das ist ja ein durchaus biblisches Prinzip. Und die Bibel rät auch, einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr.
Klar, ich weiß, dass es im Leben nicht immer so ganz einfach zugeht. Ich erlebe aber oft, dass Menschen einfach mit einer tiefen Sehnsucht nach Frieden kommen, ja, und sie wollen einfach nur Frieden haben. Und gerade auch sonntagmorgens begegnet man sich dann ganz höflich, und das ist so oft genug auch in Beziehungen eine so tiefe Friedhöflichkeit. Und das hat schon sehr stark den Geruch von Friedhof. Ich denke, als Christen haben wir einen Auftrag, nämlich das Unentschuldbare, das an uns geschehen ist, zu vergeben. Wer das nicht tut, der handelt nicht nur gegen Gott, sondern tut sich selbst sowieso keinen Gefallen. Meist kämpft dann so jemand mit Einsamkeit, mit Bitterkeit, und das sind nur zwei Bereiche, um die es geht. Deswegen vergib dem anderen, was er dir angetan hat. Lass es nicht zu, dass Groll in deinem Herzen aufsteigt, dass die Wut kultiviert wird. Sie lässt dich nachts nicht schlafen, aber das ist nicht gut. Vergib dem anderen das Unentschuldbare und wenn möglich, versöhn dich mit ihm oder mit ihr. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wichtig ist doch, umkehren. Umkehren, die Richtung ändern, die Gesinnung ändern. Und wenn ich was ändern will, dann muss ich etwas anders machen. Manche behalten ja Gewohnheiten bei und sagen, ja, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann will ich mich auch ändern. Oder manche behaupten steif und fest, ich bin halt so. Da passt was nicht. Da passt was nicht. Umkehren, ändern, ich muss was anders machen. Werden wie die Kinder. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Es ist ja relativ leicht, ja, Sätze zu reden, fromme Sätze vielleicht auch zu reden, wie ich das jetzt gerade tue, aber es ist relativ herausfordernd, das zu Hause in meiner Familie zu leben. Es ist relativ einfach, über Regeln und Gesetze zu sprechen, auch Gottes Maßstäbe zu thematisieren, aber wie geht's mir, wenn ich ein Tempo-30-Schild habe? Es ist relativ leicht, über andere zu reden und auch zu sagen, was die zu tun oder zu lassen hätten, aber das im eigenen Leben wirklich umzusetzen, das ist was anderes. Und ihr merkt, wir haben da alle Lernbedarf, jeder an seinem Punkt. Ich glaube, Veränderung geschieht, wenn wir was anderes machen. Und Jesus fordert uns mit diesem Monatsvers genau dazu heraus. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das heißt, die Tür ist dann zu. Und deswegen ermutige ich uns alle, darüber noch weiter nachzudenken. Ich muss das. Ich weiß noch nicht, was das heißt, wie ein Kind sich zu verhalten und so zu denken und so zu leben und das anzuwenden. Aber ich bin froh, dass dieser Vers über diesem ganzen Monat steht. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit und werde darüber nachdenken. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Amen. Bitte nehmt uns mit in den Lobpreis.